Es sind ein paar Perlen dabei. Hi, Johnny. Erinnerst du dich nicht an mich? Oh Gott, unglaublich, dass du noch lebst. Absolutely Fabulous zu casten war ein Vergnügen. Die Leute riefen an und sagten, bitte, kann ich mitspielen? Viele bemerkenswerte Leute wollten dabei sein. Ich glaube, die, die zu dir kamen, haben den Witz erkannt und die Lächerlichkeit an der ganzen Sache. Ich bewunderte wirklich jeden, der dazu kam. Als ich am ersten Drehtag in den Aufenthaltsraum gekommen bin, war Jerry Hall bereits da. Lulu war da und Alesha Dixon kam herein. Emma Bunton und auch Katie Burke. Schnauze! Ich habe versucht, nicht wie der überwältigte Fan zu wirken, der ich war. Wirklich jeder hier liebt es, dabei zu sein. Emma und Lulu sind großartig. Sie sind so tolle Menschen. Was ich an beiden liebe, ist, dass sie gerade heraus sind. Oh, danke. Wir haben die ganze Zeit nur gelacht, schon beim Lesen des Drehbuchs und jetzt hier am Set. Ständig lachen alle. Ich glaube, das war gerade Idina Mansun. Wirklich? Oder hast du schon mal so eine fette Schaufensterpuppe gesehen? Hier mit ihnen allen zu sitzen, mit Bubble und Safi, Eddie und Patsy, das ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Irgendwie hat sie es geschafft, die coolste Person zu bleiben in einer Welt, die ziemlich uncool sein kann. Wir haben Kate geliebt. Ich kenne niemanden, der so hart dafür gearbeitet und es so sehr gewollt hat, alles richtig zu machen. Und wir haben neue Leute wie Chris Koffler von Glee. Du bist ein Trending Topic auf Twitter. Du bist ein Hashtag. Ich sagte, ich würde Berge versetzen, um dabei zu sein. Und hier bin ich. Ja, Beyoncé hat auch geheult, aber sie hat kapituliert. Es ist wie ein surrealer Traum, der Wirklichkeit wird. Ich bin sehr gespannt auf die Premierenparty. Ich glaube, die wird wirklich richtig gut. Joan Collins und Dame Edna, das hat doch was. Es sind eine Menge interessanter Leute dabei. Nicht so teure wie ich, aber so könnt ihr mehrere von ihnen sehen. Absolutely Fabulous, der Film. Ab Donnerstag, den 8. September, nur im Kino, Schätzchen.